Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Survivor. Im letzten Part haben wir ja unsere Crew wieder getroffen. Wir haben unser Wurfseil, Enterhaken, wie auch immer man das nennen möchte, freigeschaltet und hier kurz eine Rast hingelegt. Mal kurz gucken, das war parieren, ne? Yo, so ging parieren, schlagen, wegstoßen. Okay, ziehen geht gerade nichts. So, doppelt, genau. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Wusch. Dahin, wo wir hin sollen. Und dann machen wir mal die Story weiter. So, wo geht's lang? Yo, Buddy. Muss ich noch mal mit der Alten reden? Ich könnte, aber... Diese Infos sind es hoffentlich wert, Cal. Wenn Saw Gerrera uns schickt, muss es wichtig sein. Ernsthaft? Warum sonst sollte er seine beste Hackerin in den Schlund des Rancors werfen? Halte einfach die Eimerköpfe fern, bis die Yacht erledigt ist. Schon erledigt? Dann machen wir mal das, was wir sollen, ne? Irgendwie dorthin kommen. Okay, dort vorne, oder was? Ja. Halt die Augen offen. Grappling Hook. Ah, gesucht. Okay. Achso. Hey, Kel, wie läuft's bei dir? Ich genieße nur die Aussicht. Wonach suche ich? Bin am Abhängen. Die Gräben haben sich um die Yacht gewickelt. Das wird eine Menge Kraft erfordern. Ich meine damit Ewigkraft. Ich denke, das kriege ich hin. Denkst du das? Hey, Cal, ich habe versucht, die Streben zu bewegen, aber... Ja, Gabs hat mich vorgewarnt. In Ordnung. Ach, nach unten. Fängt, dass der ein Jetpack hat, ne? Ach ja, zwei. R2-D2. Sagst du den Zwillingen, sie sollen die Yacht runterholen? Bin dabei. Cool, Liz, ihr seid dran. Okay. Warte! Dieser Lüftungsschacht brennt dich durch, wenn du ihm zu nahe kommst. Alles klar, Kel. Da geht's ziemlich weit hoch. Alles klar. Ich bin immer vorsichtig. Carida, hab dir den Arsch gerettet. Du schuldest mir ein Schiff. Fürs Protokoll. Ich hab ihn für dich gelockert. Ich hab ihn beseitigt. Ich bin drauf, Caps. Zwillinge, die Yacht gehört euch. Alter. Das sind alles so Aktionen, die man, glaube ich, im echten Leben niemals versuchen würde. Selbst wenn man Jedi-Kräfte hätte. Ich glaube. Nee, das macht kein Mensch. Crew ist in Position, Cal. Bereit, diesen Ramsidianer zu öffnen. Und jetzt wird es für mich und meinen bezaubernden Assistenten Zeit, euch zu zeigen, wie es geht. Ja, dann sind wir jetzt drinnen, ne? Alter, sieht echt nice aus hier, ne? Schön haben sie es hier. Da geht's nirgendwo rein. Ah, ist schon schön. Und ein... Ich warne euch! Ich habe hier drin einen ganzen Turm. Der Typ ist wahrscheinlich allein. Mach dich bereit, nur für den Fall. Kommt durch diese Tür und meine Elitewachen töten euch. Lasst er bereit machen! Er lügt. Los, Kestis. Na dann, Feuer frei! Ich wusste, wir hatten noch was offen. Geben Sie uns Ihren Terminalcode. Das wäre mein Todesurteil. Vielleicht kann ich ihn umstimmen. Ja, vielleicht. Du wirst mir Zugriff auf dein Terminal geben. Ich kann nicht. Entsperre es, dann wirst du belohnt. Ich werde belohnt werden. Ich werde das Terminal entsperren. Wenn er sich bewegt, schieß. Aber gerne. Also bitte, was haben wir da?
Sie sind überall. Nicht der Durchbruch, den wir erhofft hatten. Jahrelange Kämpfe. Doch nichts davon hat sie gebremst. Was habt ihr erwartet? Ihr habt verloren. Die Republik ist tot. Getötet von Politikern wie Ihnen. Denkt ihr, ich wollte Utapau im Imperium haben? Meine Kompromisse haben eine Zukunft für mein Volk geschaffen. Ich war auf Utapau, Senator. Ihr Name ist dort ein Schimpfwort. Immerhin leben Sie noch. Wozu kämpfen, wenn man nicht gewinnen kann? Niederlagen schmecken anfangs bitter, Kerl. Aber mit der Zeit süßer. Befreit mich. Und wir handeln was aus. Nein, Senator. Eines Tages, wenn Ihre Kinder das hier sehen, werden Sie wissen, dass die Jedi für Sie gekämpft haben. Wie enttäuschend naiv. Hey, die Zwillinge haben diesen hungrigen Blick. Bringen wir es zu Ende, bevor wir ein zweites Carida haben, ja? Und was ist mit ihm? Er kommt mit uns. Okay, schnappt euch das Essen und los. Dann geht's mal weiter, ne? Ja, man muss sagen, so wirklich Unrecht hat er nicht, ne? Mit dem... Gut, ein paar einzelne Leute gegen das Imperium, ne? Das ist... Haben einen Termin mit Saw Gerrera. Relativ dämlich. Oh, darüber weiß ich nichts. Kommt drauf an, ob sie kooperieren. Diese Fähigkeit schätzen Senatoren doch, oder? Kooperation? Haben wir einen Plan für den Senator? Nee. Ich überlege noch. Wir können jederzeit Coop und Liz fragen, um rauszufinden, ob der Senator fliegen kann. Früher oder später finden sie euch, Jedi. Ja, das finden, das tun sie auch. Ach, diese Senatoren haben ein schönes Leben. Kann ich seine Yacht haben? Das Ding ist zu langsam für dich. Dann benutze ich sie eben nur am Wochenende für Familienausflüge. Schön, du Spielverderber. Er hat doch bestimmt schon längst hier so einen Hilferuf abgesendet, wahrscheinlich. Haben wir, was wir brauchen? Ja. Yo. Bin gespannt, was Saw als nächstes für uns hat. Erstmal müssen wir mit diesen Informationen an die Oberfläche. Die beiden verstehe ich eh nicht. Dann gehen wir mal raus, ne? Meine Stimme schon wieder. Alter. Hab's mir anders überlegt. Wir sollten das Imperium immer im Visier haben. Ja. Fühlt sich gut an, das Richtige zu tun. Nein, die sind stinkreich, obszönreich. Dagegen sind die Hutten Saubermänner. Ich wette, dieser Senator hat noch mehr Kredit in seinem... Ich wusste es. Wo wart ihr so lange? Während ihr Schatten nachgejagt habt, wurde ich da! Sie wurden erwischt, wie sie einen Verräter versteckt haben! Wir müssen weg! Kerl, komm zurück! Kerl, wo willst du hin? Komm zurück, Kerl!
Okay. Ich wusste nicht, dass sie noch lebt. Hat man die nicht im ersten Teil in vollem Order nicht gekillt? Ach da, okay. In die Fleischfabrik. Und wo weiter? Okay, ich sehe es schon. Wir müssen zur Mantis. Gabs, die Zwillinge. Trauen können wir später. Wir müssen weiter. Ja, das war ein sauberer Schuss durchs Herz. Das war ein sauberer Schuss. Ach nö, dann fällt dir jetzt das da ein. Das auch mal hier Wandsprengen, Wandsprung ausführen. Ah, okay, das ist neu. Da haben wir auch schon unseren Checkpoint, unser Bonfire. Aber wir haben noch keinen Fertigkeitspunkt, ne? Ah, ist das zum Kotzen. Da oben gibt's noch was. Oh, ein Druide. Ein Schwertstil und dann geht's. Du kannst schießen. Dabei kannst du schießen. Uff. Plötzliche Bewegung nicht vorhergesehen. Werf ihn her. Diesen Dash kann man. Oh, was das? Wann schießt er denn jetzt? Na komm, schieß! Alter, der macht einen Chokeslam, Junge! Alter, bist du Undertaker oder was? Terminierung in Kürze. Na komm, schieß. Jetzt schießt er nicht mehr auf. Oh, Junge. Na, Undertaker, bist du ein bisschen langsam geworden, dein Alter, ne? Und Wonk. Das war der Mecha-Taker, war das. Moment. Dann machen wir mal die Kiste auf. Stimbehälter. Den können wir gebrauchen. Vielen Dank. Jetzt haben wir drei Heilungen. Sehr schön. Mal gucken, wie viel EXP da gegeben hat. Na, nicht viel, ne? Viel war es nicht. Ich guck nochmal, wenn ich ihn nochmal erneut kille, wie viel da gibt. Ich muss ja auch noch. Ich muss ja erst rasten. Oder mal ausrasten. Ja, ich glaube, Kel ist jetzt so ein bisschen sauer auf die. Wer war das? Dritte Schwester? Zweite Schwester? Irgendeine von den Schwestern. Die neunte war ja der Hauptboss des ersten Teils. So, komm her, du Dude, Alter. Los, Undertaker. Das werden Sie bereuen. Natürlich, ich fress den Schlag nochmal. Kann man den schon nicht parieren? Okay, interessant. Womp. Sie können nicht entkommen. Und Bonk. Und kaputt, Junge. Okay, da gibt gar nicht so wenig. Dann mache ich mal noch schnell den einen XP, den einen Fähigkeitspunkt noch voll. Den XP-Punkt, Alter. Den Fertigkeitenpunkt. Bevor wir nur verlieren, wäre doch zu schade drum. Da kommt wieder das typische, die Souls-Erfahrung raus. Also, das heißt Souls, aber... Da waren es ja Seelen in Sekiro, könnte man ja seinen Fortschritt zum nächsten Punkt verlieren. Okay, man kann ja parieren. Sehr schön. Nice to know. Ja, inkompetent, das trifft gut auf dich zu, Kollege. Ja, es ist doch schnell gefarmt, das bisschen EXP, ja. Wobei man sagen muss, dass die Mechanik, dass wenn man rastet, dass die Gegner neu da sind, irgendwie in dem Souls mehr Sinn ergibt als im Star Wars Universum. Kontrolliertes Vorgehen.
Kontrolliert, Alter. Mein Arsch, Junge. Kaputt bist du. Das ist kontrolliert. Und noch dreimal, glaube ich, dann haben wir's. Ja, ist doch, na gut, von Anfang, ich glaube später im Spiel brauchen wir mehr XP. Ich weiß auch nicht, ob das, so öfters du einen Fertigkeitenpunkt kassierst, ob das dann irgendwann sinkt, also wie viel man XP bekommt pro Gegner. Dass man dann neuere Gegner braucht, dass man noch ordentlich XP kriegt. Natürlich fresse ich den Punch. Hilf mir bitte! Schnell, Hilfe! Und swoosh! Fuck. Komm her. Und kaputt, Junge! Bonk! Fetzt irgendwie. Den so erst das Bein kaputt zu schlagen, dann nochmal. Ja, nicht enthaupten, aber. Ja, so zu halb halbieren, ne? Also nicht vierteln, aber. Ein schöner. Ja. Diagonaler Schlag ist schon was Feines. Na komm her, Kollege. Ich bin bereit für dich. Sie können nicht entkommen. Und wusch. Das werden Sie bereuen. Natürlich. Sie werden es bereuen. Ich bin daraus. Nein. Und der Chokeslam. Alter. Und da ging er auf die Bretter. Ja, der Chokeslam, Alter. Mecha-Taker, Junge. Ach, hier, zum Durchlesen. So, durchgelesen. Und dann. Respawn von Respawn Entertainment. Ich weiß, wer das Spiel gemacht hat. So, dann holen wir uns mal unsere XP zurück und noch weitere dazu. Na komm her, Kollege. Dich mache ich platt. Nicht vorhergesehen. Wonk. Fuck, meine Macht ist alle. Großen Schaden verursacht. Verwundung zugefügt. Oh, Junge. Sie können nicht entkommen. So, und kaputt, Junge. Ja, noch einmal wahrscheinlich. Dann haben wir den Fertigkeitenpunkt, das Upgrade. Mal gucken, wo ich das überhaupt dann reinstecken will. In welchen. Wir können auch erstmal Punkte sammeln. Das ist, glaube ich, schlauer. Ich vergesse das immer wieder. Ich war doch nur weit genug weg. Plötzliche Bewegung nicht vorhergesehen. Okay, ich kann mich auch im Sprung heilen, das ist geil. Und kaputt bist du. Und jawohl, es hat gereicht. Dann nochmal ganz kurz meditieren. Junge, ich springe gerade runter. Dass wir volle Leben haben und volle Stims. Ich meine, da kann uns eigentlich dann egal sein, oder? Da hat er bloß die Stims bewacht. Ja, der kann uns wurscht sein, der Dude. Denn hier geht's auch weiter. Och, nee, ihr, nein. Ey, Dude. Ich dachte, man kann den auf den anderen schießen. So, verpiss dich. Der andere ist auch schon kaputt gegangen. Ja, ist er. Gibt es hier noch irgendwas zum Einsammeln? Außer Astro-Hack oder Astro-Buletten? Nee. Mehr scheint es hier erstmal nicht zu geben. Da ist eine Tür. Moment. Oh nee, nicht du schon wieder. Ich werde der 9. Schwester deinen Kopf bringen. Der 9. Okay. Ah, okay. Schneller Nachfolgeschlag. Wom, wom. Fuck. Du fließt, Feigling. Hier bezahlst du. Sicher? Dass ich bezahle? Warum belegst mich nicht?
Ah, zu viel Distanz. Schlag doch mal zu, deine Haltung soll brechen. Und wusch! Haltung gebrochen. Alter, meine Haltung bricht auch gleich. Und du bist tot. Hecken? Nicht heute. Von wo kam der Typ eigentlich? Ach, von da oben wahrscheinlich. Alter. Was auch immer dahinter ist, ich will es nicht sehen. Oder kennenlernen. Hackfleischfabrik, Alter. Okay, das geht noch mit dem Ausleuchten. Ne? Okay, das kann man sogar zerteilen. Das ist irgendwie sehr befriedigend, dass das geht. Macht Essenz erhalten, maximale Macht erhöht. Stimmt, diese Essenzen gab es auch schon im letzten Teil, also im Vorgänger. Aber das ist irgendwie ist befriedigend, das kaputt zu machen. Irgendwie fetzt das. Legst du mich zusammen? Er ist irgendwo hier drin. Irgendwo? Halt dich bereit. Hier gefunden. Was? Lass uns gemeinsam kämpfen. Okay, wir kriegen das hin. Okay, die Hilfe brauche ich gar nicht von ihm. Ich brauche ein Status-Update. Sia hätte vermutlich nicht gedacht, dass ich es so benutze. Status-Update, du bist tot. Was? Verwirren! Überall Troppler. Wir müssen vorsichtig sein, Kumpel. Na, warte mal, ich hab da was gesehen. Ich kann kaum erwarten, diesen Jedi zu finden. Das wird mein erster Abschuss. Hast du schon mal. Gegner nähert sich. Hier so, du, nicht mehr du machst mal ein bisschen Verwirring, Alter. Bist tot. Und du bist auch tot. So, du bist weg. So, schieß mal auf deine Kollegen. Ach, da hinten ist noch mehr. Na komm, schieß. Ja, komm, schieß mal. Droide, komm. Bekämpf ihn einfach, sagt er. So, der ist. Stimmt, das ist ein besonderer Gegner. Dann machen wir. So, kannst du mir mal helfen? So, du bist tot und der andere ist auch tot. Noch mehr da? Ich sehe zumindest nicht noch mehr Gegner. Ich habe den Highground, Junge. Hättest du mal auf mich gehört? Den Highground besiegt man nämlich nicht. Hier gibt's doch bestimmt noch was zum Mitnehmen. Vor allem, wenn man sich ja so lang ziehen lassen kann, da gibt's doch bestimmt noch irgendwo was. Ja, da habe ich auch etwas gesehen. Aber kommt man da durch? Weil das ist kein grünes Lichtfeld, ne? Nee, da kommt man nicht durch. Wie zum Teufel kommt man denn dort oben rein? Das ist nochmal so ein Machtkristall wahrscheinlich. Ne, durch die Grünen kommt man durch, ne? Irgendwie. Ne, genau, durch Grünen müsste man theoretisch durchkommen. Junge, halt dich doch fest. Bist du ein Jedi oder bist du ein Tollpatsch? Nee, das reicht nicht. Ja, ich probier's nochmal etwas. Nee, selbst wenn ich spät abspringe, das wird, glaube ich, nichts. Aber ich möchte es nochmal probieren, zumindest. Das muss doch möglich sein. Ich jetzt ganz nach außen klettere? Junge, warum halte ich da einfach fest? BD kann da auch irgendwas machen. Okay. Okay.
Nee. Ich komme dort nicht hoch. Ich kann aber auch nichts verschieben, ne? Und da irgendwie... Nee, ich glaube, das wird nicht möglich sein. Aber irgendwo lang komme ich halt auch nicht sonst, ne? Das ist ziemlich... Oh, das ist scheiße. Warte mal, wir haben doch eine Map. Okay, das ist noch rot. Das heißt, da kommen wir noch gar nicht durch. Alles klar, wenn das noch rot markiert ist, geht es da auch nicht weiter. Schade, schade, schade. Hacken? Ich habe genug von diesem Ort. Echt? Und wupp. Du fällst zurück. Ah, etwas zum Meditieren. Frachtverteilungslager. Ausruhen. Okay, ich bin bereit. Das da hinten sieht so aus wie Bosskampf, ne? Das sieht sehr nach Bosskampf aus. Und darum mache ich das dann erst in der nächsten Folge weiter. Und somit sage ich schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Jedi Survivor. Und bis dann.